Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJJim und ich heiße jetzt komm hier in War Thunder. Ich gehe eine Runde Panzer fahren mit den Japanern im Rating 3-3. Ich hatte nämlich mal wieder Bock gehabt auf Chiha oder einfach nur Long Gun. Ich will mal Long Dong sagen. Obwohl, das passt auch auf Long Dong. Auf jeden Fall ist das Ding einfach mal Bombe. Also im Vergleich jetzt mit der K-29 von den Russen. Ja, ist das ja noch deutlich besser. Also auf Platz 1 steht die 88er Flak. Das steht mal fest. Ne? Das 88er Halbkettenfahrzeug steht auf Platz 1. Dann kommt das Ding und dann kommt erst die K29 aus meiner persönlichen Meinung. Könnt ihr mal in die Kommis schreiben, was wie es bei euch so steht. Wen würdet ihr am liebsten eher wählen? Die 88er, die K29. Wenn ihr die noch nicht kennt, guckt einfach beim, ich würde schon Amis sagen, bei den Russen nach. Und ja, oder hier die Long Gun. Das Ding ist einfach mal geil. Und auf vielen verschiedenen tödlichen Positionen ist das Ding einfach Bombe. Okay, na, man hat wenig Munition. Da ist dann halt wirklich die 88er besser dran. Die hat ein bisschen mehr dabei. Und die andere, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der Russe kann 28 Schuss mitnehmen. Ich kann es euch nicht mehr genau sagen. Aber ich bin halt sowas von anfällig gegenüber Flugzeugen, aber das ist ja so, oh Bruder, wirklich. Ich wollte schon immer mal wissen, nee, so Experimente mache ich jetzt nicht. So. Eine gute Position suchen wäre natürlich da hinten irgendwo, aber das ist nicht machbar. Ja, da fahren wir dann in den See rein und sterben. Wir müssen irgendwo hinfahren, wo wir von der Flanke aus arbeiten können. Angeblich ist hier mal oben eine raufgefahren und hat von da oben ausgearbeitet. Allerdings habe ich das nur irgendwo im Forum gelesen. Also es kann sein, dass er es echt geschafft hat, da raufzufahren. Aber jetzt mal ehrlich, bringt das wirklich was? Okay, man hatte bessere Sicht. Aber jetzt mal ehrlich, wirklich Leute. Bessere Sicht, aber auch bessere Wiedererkennungsform. Also man wird sofort erkannt, man wird... Sie sehen einen sofort. Okay, bis jetzt kein Feindkontakt, das macht mich ganz nervös. Hier ist noch keine Sau. Das ist unnormal für diese Position. Wir nehmen mal hier diese Felsengruppe als Schutz. Dann kann uns wenigstens von der Seite keiner klatschen, sondern nur von vorne. Rennen wir die mit voller Karacho oder mal was alles? Brombeer, Kote 34, Karacho 1, Stuf. Ne, überrennen können wir die jetzt gerade nicht so. Wir haben eigentlich ganz gut Zeug dabei. Selbst der mit der Asus ist jetzt gerade am Überlegen. Ah, da vorne ist einer gestorben. Nicht weit von uns. Da vorne. Frage. Jetzt hat er was gesehen. Ich weiß gar nicht, können wir da nochmal durchschießen? Doch, ich konnte durchschießen, aber da war ich noch ein anderes Hindernis. Okay, hier ist irgendwo einer. Ja. Vor uns ist was. Aber auf den habe ich einfach keine Sicht. Ich mag das so gar nicht. Also Häuserkampf ist ja machbar, aber nicht mit so. Okay, der Trag los. Ehrlich. Das mag ich nicht. Wenn ich hier die Häuser als Schutz noch habe. Aber irgendwas sagt mir, ich bin schon viel zu nah am Feind. Das wird wirklich auf Häuserkampf hinauslaufen. Ich krieg die Krise hier. Da hinten ist einer. Artillerie rein. Okay. Ist auch einer mit der 88er unterwegs. Getroffen, aber nicht zu schädigen. Holy.
der Artillerie. Wenn wer schießt. Ach nö. Was ist? Warum kann ich meinen. Ach. Ja. Ich steh fest. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts machen. Ich kann mich auch nicht bewegen. Was der Axt. Scheiße. Na, ich werde auf jeden Fall eine zweite Runde machen. Ich habe leider nicht mehr dran gedacht, einen Gutschein zu holen dafür. Ja, Gutschein ist leider nicht da. Ich gehe mal eine Runde spotten. Es ist ja nicht mehr zum Aushalten. Erst überrennen wir sie hier komplett über C und jetzt auf einmal ist das so. Ich mag solche Stadtkarten nicht so. Es gibt ein paar, die sind nicht schlecht, die kann man gebrauchen, ja. Aber da musst du auch mit den passenden Panzer fahren. Ja, ne? So, so, ich habe jetzt keine schweren Panzer in dem Sinn dabei. Das war jetzt aber haarscharf. Die Kugel ist ja richtig an mir vorbeigeschreddert und hat erstmal hier. Ja. Kann man eigentlich dann nicht durchschießen? Geht nicht. Also bei manchen Häusern kann man ja zum Glück durchschießen, aber hier, da weiß ich halt nicht so genau, was auf ein Hindernis dazwischen ist. Der schießt auch da rein. Da ist irgendwas dazwischen. Okay, also B ist nicht frei. Ich lasse mal AT denken. Viel Spaß mit meiner AT. Der BT5, ne BT7 Kollege hier, ich weiß nicht, was der in diesem Match zu suchen hat. Er kann nicht mal spotten. Vielleicht, ja okay, vielleicht schneller reinfahren in die Positionen, aber jetzt mal ehrlich. Der ist voll gearscht. Eine Kugel und der ist down. Ach, wo eine Kugel? Der ist down. Panzerwagen ist frei da hinten. Der kann mir auf jeden Fall was anhaben, aber. Das aber. Sehr schön. Der ist weg. Was? Oh, was mache ich denn hier für Scheiße? Das sollte man grundsätzlich erstmal nicht machen. Oh fuck. Bin gearscht. Bottle. Komm schon, holt ihn euch. Wo ist hier einer? Einer muss hier sein. Einer von unserem Team muss hier sein. So. Ach shit, ich konnte ihn nicht treffen. Der hat aber doch hier frontal erledigen können. Oh! Guck mal an. So, Shinu am Start. Nur mittelschwerer, ja, ich weiß. Aber er ist gar nicht mal so schlecht. Ah, die Bemalung wollte ich noch wegmachen. Wow. Boah, nice. Der ist frisch. So, NKV. Nee, KV1. Entschuldigung. T50, was macht der? Na gut, T50 kann auch hier was ausrichten. Geh weg hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass eine fette Bombe gerade neu gegangen ist. Dem Ganzen jetzt mich entzogen hat. Jo. Ja gut, die 50 klatschen ist jetzt kein Meisterwerk. Aber der hat jetzt schon ein bisschen Unsinn da gemacht. Jetzt können wir noch Artillerie setzen. Jetzt habe ich Zeit. Nochmal. Firma AT, reicht vollkommen aus. Oh, das Ding lässt sich wieder so schwierig steuern. Ich werde auch kosten, wo ich bin. AT zerlegt jetzt gerade mal die Wohnhäuser. Es war aber keine AT. No, hat nicht geklappt. Nein, Jesus, nein.
Nein, 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 das kann ja nicht wahr sein. Holy, holy Scheiße. Oder wie sage ich immer so gern? Holy Waldfee? Okay, der ist 34, 100 Pro, der versteckt sich da hinter dem Gebäude. Kommen wir noch rechtzeitig. Was Schlimmeres ist ja noch viel schlimmer. Oh shit. Kann ich lesen? Komm schon. Du kannst das Schluss. Verarsch mich jetzt nicht. Scheiß weg da. Ja, war nichts mehr drin. War nichts mehr drin. Geschützverschluss. Das Schlimmste, was uns hier immer passiert. Ich kann euch... ihr wisst, wie sehr es mich abkotzt, ey. Und ihr selbst seid ja auch die Leidtragenden. Das, was am meisten kaputt geht, was am meisten uns den Tod immer beschert, ist der beknackte Geschützverschluss. Oh. Ist das denn so gewollt, Gaijin? Vor allem, ich kann mir nicht vorstellen, dass in den ganz normalen, richtigen Panzergefechten früher gezielt auf den Geschützverschluss immer geschossen worden ist oder der Geschützverschluss gezielt immer kaputt als erstes gegangen ist. Ich kann mir das bildlich nicht mal vorstellen. Ich glaube, das war so nie gewesen. Okay, man müsste natürlich ein paar alte Veteranen von früher fragen, von allen möglichen Parteien. Aber ehrlich, ich kann es mir einfach... Nee, ich glaube nicht, dass es so war. Ich hoffe, dass es nicht so war. Aber ja, es ist halt schwierig, Leute, ne? Es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. War es so nicht? Hm. Ja. Das ist immer die elende Geschichte. Und trotzdem recht abkotzen. Wir hätten gerne mal eine Antwort darauf, Gage, ne? Guckt bestimmt auch vielleicht bei meinen Videos nicht so intensiv vorbei, aber vielleicht doch mal mit Zufall. Ihr hättet doch gerne mal eine Antwort, warum ist das so? Warum geht der Geschützverschluss in den meisten Gefechten als allererstes kaputt? Also, da hätte ich schon gern mal eine Antwort drauf. Hm, zu B fahren ist jetzt eigentlich eine blöde Idee, weil im Prinzip haben wir keinen Schuss. Ey, guckt euch das mal an, wie der sich da hinter dem Schild versteckt mit seinem Gesicht, obwohl die Hälfte von ihm rausguckt. Ja, und die anderen beiden Kadetten da stehen da ein bisschen dahinter. So, ja. Mit einem Kniefall. Da würde ich gerne sogar Priester spielen und ja, sie jetzt mit diesem Fahrzeug verheiraten. Oh Mann, ey. Das ist so. Sieht so bescheuert aus. Hm. Ein Japaner in Japan. Ach, verdammt. Oh oh, SV, SAV. Scheiße. Hat er mich gesehen? Nein. Komm schon. Boing! Boom, das ärgert einen jetzt richtig ab und tief. Also, SAV ist natürlich nicht so teuer. Vom Preisfaktor her. Der Kollege ist tot. Ist irgendwas erschossen worden. Ah, guck euch das an, wie beschissen das ist da reinzufliegen. Nee, 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 so nicht machbar. Oder hinten ist irgendwas Gefährliches. Oh, was mache ich dann so? Was mache ich dann so? 50, hallo. Ja, 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 du kannst schießen mit MG, ich weiß. Da kannst du. Ja, Moment. Oh, das hat geklappt, ey. Das ist ein Millimeter.
gleich blöd, der kleine Scheiße. Komm, 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 lad nach. Lad schneller, schneller, schneller. Bevor wir hier sterben. Motor ist kaputt. Scheiße was. Schlimme ist, ich kann mich jetzt nicht richtig rühren. Komm, reparier mal schneller, das ist doch... Die zwei Kabinen, die zwei Deppen da auf dem Hinterlader da hinten, könnten jetzt eigentlich mal daran rumfuchteln und das richtig reparieren. Stattdessen bohren sich in der Nase rum und suchen nach irgendwelchen Gold, ne? So. Mann. Wofür habe ich diese Jungs da eigentlich hinten? Ein Maler. Da habe ich aber keine Sicht drauf. Scheiße, AT kommt. Tot. Schon. So schnell dein Ersatzmann raus. Meine Güte, ey. Schnell weg, schnell weg, ganz schnell. Oh Mann. Natürlich. Rückwärtsgang ist ein Scheiß von mir. Scheiße. Wow. Oh oh, ich habe was. Hier liegt irgendwo eine Bombe. Hier liegt irgendwo eine Bombe. Hilfe. Hier liegt irgendwo eine Bombe rum. Holy, 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 ey. Das ist der Nervenkitzel 3. Na komm. Da wird gleich noch eine Bombe fallen. Und da oben ist ein Jäger gleich. Also beeilen wir uns mal lieber. Wir haben sowieso nur noch 3 Schuss, also was soll das? Das sind auch nur 2. Oh shit, Turmträger, ich muss nur. Schon nachladen, schneller als du gucken kannst. Schneller, schneller nachladen. Okay. Vielleicht kann ich doch jetzt nicht auffahren, und nicht einnehmen und überleben. Das wär's ja. Nein, nein, überleben ist nicht drin. Rüber. Hey Kollege, was geht? Autsch. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, hier ist doch die Artillerie. Ich habe keinen Zugriff auf den Fuzzi da. Ich kann nicht schießen auf ihn. Wir sind so gearscht hier. Ich bin hier so gearscht auf der Position hier gerade. Der schießt mir langsam hier die ganzen Fahrer raus. War ein Versuch wert. War ein Versuch wert. Da ist die Schwachstelle. Guckt euch das an. Jetzt könnte ich noch einen Schuss gebrauchen. Ich hätte ihm so einen reingeschmettert, dass er uns in Ruhe gelassen hätte. Aber ja, ja. Wenn die Munition fehlt. Ah. Okay. Habe ich ein bisschen zu viel Munition dabei mit dem hier? Ja. Das wäre geil gewesen. Nee, das war's MG-Feuer. Das war's MG-Feuer. 100 Probers MG-Feuer. Ich glaube nicht, dass ich ihn da getroffen habe. Cool wäre es natürlich. Ich habe schon lange mit einem Panzer kein Flugzeug mehr, also mit der Hauptkanone abgeschossen. Früher ging das ja einwandfrei. Oh, da war das noch. Der absolute Burner. Im Clan Wars. So oft angewendet, ey. Da haben wir das so oft gemacht. Also diverse Manöver haben wir zusammengebastelt, damit wir da rundherum schön mit sowas machen können. Was ist jetzt hier? Die Nachladescheiße. Hier wäre es tot. Au. Natürlich, das ist ein T-32. Ich spot ihn nicht mal. Oh, das macht ein T-34.
Antwort nicht. Was steht für eine? Ah, jetzt geht's. Mir war wohl noch der Cooldown am machen oder so, keine Ahnung. Dann ist dazwischen. Mann, hab ich eine scheiß Nachladezeit mit dem Ding. Ah, ich muss auf den gehen. Sonst haut uns der Bomber da eins aufs Dach. Und das Team schafft nicht mal an, hier ein B einzunehmen. So. Das ist eine D4. Na gut, eine 500 Kilo Bombe hat er mindestens dabei. Und die wird er jetzt auch zur Anwendung bringen. Ich bin nicht schnell genug. Bin einfach nicht schnell genug in der App. Na gut. Was haben wir denn hier? Nee. Oh, irgendwas. Wow. Hier könnte ich so ein bisschen anfracken, aber nicht so annähernd. Gut. Eine Abschusshilfe, wenn der gekillt wird. So. Ja, ja, ihr kommt schon, wir müssen doch irgendwie da reinkommen. Ich würde mal sagen, T34 ist nicht da. Hat schon im Prinzip gar nichts mehr, der Kerl hier. Problem ist, ich krieg den Schuss einfach nicht ab. Okay. Weil seine Munition ist ja woanders verbaut. Oh, wir nehmen B ein. Wie geil ist das denn? Wir nehmen B ein. Wir werden noch gewinnen. Wünschen, aber ich gehe in den Bomber rein. Oh, oh komm, lass uns mal lenken, ey, was ist hier? Vorsichtshalber lassen wir ein bisschen Rauch da. So, natürlich, ich krieg mal wieder, oh. Hell, ich schaff's mit dem Bomber nicht. Das ist eine Focke. Und auch wenn ich drei Propeller dran habe, also drei Motoren, das Ding ist... What? Kritisch? Was ist hier kritisch? Treffen meine Gunner womöglich. Ah, da ist ein Honi. Da ist ein Panzer-Ding. Mal sehen, ob die schnallen, dass da eine Bombe liegt. Ja, okay, das ist kein Gegner. Und trotzdem ist er ein Störenfried. Weil er spottet. Ja, sehr schön, der ist auch weg. Gut, ich müsste mal nach C abdriften. Denn da ist ganz schön was los. Unsere Leute haben dort Schwierigkeiten. Wir könnten uns noch gewaltig in die Flanke reinfahren, die Säcke. Okay, das sah jetzt nur so aus. Sehr schön, sehr schön. Nicht ein Schuss. Ach, Mann. Man merkt es, M24 bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Das Ding ist halt wendiger als manche andere Fahrzeuge. So. Das Front. Habt ihr das gesehen? Das sah ja jetzt nice aus. Der Schuss war ja jetzt Gold wert, ey. Der Witz ist nur, ich glaube, der ist auf dem Boden abgeprallt. Wenn die Stuhl nicht sieht, guck mich. Lass mich das einnehmen. Bin ich gar nicht an. Ich bin nicht da, Stu. Ich bin gar nicht da. Ich,
bin nicht zu beachten. Bin nicht beachtenswert. So. Schafft man das noch? Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Komm schon. Okay, also zumindest läuft der Ticker gerade nicht. Keiner mehr sterben, bitte. Bitte, keiner mehr sterben. Oh, wie schwer ist das denn? Oh, ich glaube, jetzt ist ein Bomber. Ich bin sicher, dass er ein Bomber ist. Oh, keiner mehr sterben. Wir dürfen nur noch dreimal sterben. Scheiße. Bitte nicht mehr sterben, Leute. Wir haben viel aufzuholen. Wir haben viel zu tun. Oh. Shit. Aber immerhin bin ich nicht schuld, dass wir verloren haben. Oh, das ist kacke gelaufen. Zwei Runden, absolut nicht so mein Ding. Aber gut, was willst du machen? Manchmal läuft es so, ne? Manchmal ist einfach der Wurm drin. Wohl fünf Bodenziele weggeklatscht, ne? Fünf Panzer weggekloppt. Der Chiha Longdong war jetzt... Longgan, ich weiß, er heißt Longgan, aber ich sag gern Longdong, ich weiß nicht warum. Ist natürlich absolut Bombe, wie gesagt. Platz 1, aus meiner persönlichen Meinung, kommt die 8-8er Flak, dann kommt dieses Ding und dann kommt die 29K von den Russen. Für alle die, die 29K noch nie gesehen haben, einen Moment. Ich muss selbst nochmal gucken, wo die war. Gut, die CIS-30 ist auch nicht schlecht, aber die ist schon wieder unterste Kategorie Adames Ding. Weil die CIS-30 hat jetzt nicht so den Durchschlagskraft. So, das ist das Ding. Ihr seht, 7-6er Kanone. Ne? Deshalb ist er auch für mich auch auf Platz 3, weil das Kaliber halt etwas niedriger ist. 8-8er ist natürlich absolut Bombe, wie gesagt. Das Ding hier hat natürlich 12 cm auf dem Tacho, muss natürlich entsprechend länger nachladen, aber aus anderen Gründen ist er nicht auf Platz 1. Ne? Weil er hat zu wenig Munition, also zumindest in meiner Meinung. Ne? Zu wenig Munition, das ist einfach, 10 Schuss ist gar nichts. Wenn du da einmal verschießen tust, oh, und das kann mal ganz schnell passieren. Das sah man ja auch. Ja, außerdem ist noch der Nachteil, wir haben schon einen gewissen Winkel, wo wir uns ausrichten können. Aber ihr habt ja gesehen, ich konnte nicht so, ne? Ich kann ja nach da, also so seitlich, ne? So seitlich konnte ich mich noch ausrichten, aber ganz so nach links oder rechts schauen war nicht drinne. Hätte ich das machen können, hätte ich den T-34 erledigen können mit der letzten Granate, auf jeden Fall. Und ja, war leider nicht drin. Naja gut. Jo, dann, ich hoffe mal, es hat Spaß gemacht zuzugucken, wenn dem so ist, ne, lasst mir mal ein Like, ein Kommi, ein Abo da. Im Übrigen, vor kurzem gab es eine Bitte, ein Tutorial machen zum Thema hier Schiffe. Ich werde mich bemühen, das zu machen. Das ist ein bisschen kompliziert, weil, die Schiffe haben so viele, wir haben so viele Variationen jetzt hier und jedes Schiff hat halt so seine eigene Funktion, ne. Gerade jetzt. Also vor einiger Zeit haben wir dann endlich für die Minenschiffe auch wirklich die Minen bekommen. Und wir haben auch die Minenräumer. Gut, für die haben wir eigentlich die Funktion schon drin. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Minenräumer haben noch nicht ihre Sonderfunktion drin, um die Minen zu entfernen. Also die Anti-Minen-Maßnahmen. Nee, ich glaube, die sind noch nicht dabei. Bin ich mir ziemlich sicher. Kommt vielleicht noch, ne? Ja. Im Übrigen, wie gesagt, im nächsten Update sind zwei neue Karten dabei. Wir bekommen demnächst genauere Infos, wenn nicht schon heute welche da waren. Dieses Video entsteht vor dem Devblog-Info. Ihr kommt nachher bestimmt vielleicht noch was dazu. Es liegt halt immer an Gaijin, ne? Wann hauen die Info raus? Ne? Na dazu. Die lassen sich jetzt ein bisschen Zeit, weil erste oder zweite Märzwoche werden wir auf jeden Fall was von dem Update sehen. Das steht mal fest. Ich gehe mal davon aus, dass wir... Entweder war jetzt schon am Wochenende Dev-Server an und ich wusste nichts davon. Das kriegst du immer so schwer mit. Man guckt nicht immer ins Forum nach, ne? Gerade im englischen Bereich. Die Info kriegst du ja nur im englischen Forum und wer guckt schon gerne da mal nach? Also, ich kenne nicht viele, die da drin rumhängen. Oder, ja, gucken wir mal, ne? Irgendwann kriegen wir auf jeden Fall das Update. Jo, wie gesagt, dann. Ich wünsche euch noch viel Spaß und bleibt mal alle gesund. Ne? Wir sehen uns morgen. Bis dann, Leute. Ciao.